Liebe Tripleffler, welcome back. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19. LS19, liebe Zuschauer. Oh mein Gott, und der Bret ist auch mit dabei wieder again. Moinsen. 19, unser vollautomatisches BGA-Ding. Also voll, ja, ganz vollautomatisch ist es nicht. Funktioniert. Das füllt und füllt und füllt. Wir sind nicht sicher, ob wir es leer kriegen bis um 12 Uhr. Wahrscheinlich reicht es nicht. Jo, wird schwierig. Genau, was ich euch noch zeigen wollte, nachher ist der Hof. Aber was wir jetzt hier auch noch machen, das stört mich nämlich. Hier. Moment. Das ist jetzt hier. Moment. Ich komme, El Predo. Was denn? Momento. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen schieben. Ja, dann schieb mal. Muss mir sagen, wenn ich die Zeit zu schnell mache, ne? Wenn das zu schnell runtergeht. Aber wir können hier. Nichts hinmachen. Oh, eine Lampe. Ja. Mal sehen. Übrigens gibt es auch einen Trick da mit dem Schild oder wie das heißt. Mhm. Wenn man immer nach, wenn man da festgefahren ist, einfach nach oben und nach unten immer so schön bewegen und dann. Nee, ich meine von den Betriebskosten. 1 Euro pro Tag, pro Lamp. Ja, das ist easy. Ja, wir machen dann aber ein Solarpanel und dann haben wir das drin, oder? Genau. Ja, das leuchtet hier durch. Alles wunderbar. Guckt euch das an. Das füllt die BGA langsam. Wahrscheinlich muss ich nachher noch ein bisschen schneller machen, je nachdem. Weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen. Ja. 170 Tonnen, das könnte vielleicht trotzdem reichen bis um 12 leer. Nee. Nee, eng. Das geht schon. Eng. Vorwärts, ja. Ja, das du kannst eigentlich den Trecker noch mitnehmen zum Hof da. Ja, das stimmt. Brauchen wir eigentlich hier nicht mehr, oder? Ja, da gehe ich mal die Beleuchtung auf dem Hof zeigen, ne? Jo. Tschö. Adieu. Wieso blinkt der wieder? Jedes Mal. Ja, bald sind auch unsere Felder schon wieder ready. Sind alle gedüngt, auch die Grasfelder, alles ready to go. Mal kurz gucken. Die sind in der letzten Wachstumsstufe. Dann warten wir, diesmal warten wir aber, bis wir orange sind. Wir sind gespannt, ob wir wieder rausholen. Ich glaube zwar nicht. So, wir fangen hier an bei unserem neu erzeugten Silo. Ne, da haben wir hier ein bisschen Licht. Sieht nicht schlecht aus. Dann hier hinten auf unserem Waschplatz haben wir auch. Da muss ich unbedingt noch eine weitere Laterne hinsetzen. Das mache ich eigentlich gerade kurz, ne? Jetzt stehe ich wieder in der BGA. Das ist so buggy. Jedes Mal, wenn du in den Editor gehst, bist du da, wo du das letzte Mal warst. Ja, jetzt muss ich wieder zurückfliegen. Du hast mich doch vermisst. Ja. Nee. Ich wollte eigentlich kurz noch ein bisschen Sound machen gleich. Mal hier aber noch
Ja, Trecker aufgehört. Kann ich hier keinen Sitz setzen. Oder vorne hin. Das stört mich. Das machen wir nicht. Das ist doof. Ist irgendwie auch doof. Hier könnten wir einen in die Ecke setzen. Kurz gucken. Die Seite stimmt. So. Hühnchen. Am Licht. Ein großes. Haben wir noch ein kleines? Ich glaube nicht. Hier müsste man sich noch überlegen. Vielleicht ein so noch. Vibes gives money, du. Gleich. Yes. Das ist okay. Vielleicht hier noch ein so. Gar nicht so schlecht, wa, liebe Zuschauer? Wisst ihr was? Ich mach erstmal ein bisschen sauen. Ja, ist gar nicht so schlecht mit dem Licht. Wenn ich noch gucken will, ob wir hier drin was machen können. Was sind jetzt die Kleinen? Ja, das geht. Wieso geht das nicht? Hallo? Das hast du doch gerade angezeigt. Aha. Not bad. Nicht schlecht. Ne? Mal hier. Ein so. Ein so. Und erst drehen. Noch mehr drehen. Nicht schlecht. Mal das ungefähr im selben Ort haben hier wie der drüben. Boah. 300.000, Baby. Geilo. Oh ja. Aber wir haben noch etwa 150 Tonnen jetzt, die hier so rumstehen. Okay, okay. Es gibt dann nochmal 75.000. Geil. Okay. Was waren die Betriebskosten Gebäude? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich glaube 7.000 oder so etwas. Oh, das geht eigentlich, ne? Oder 8.000, ja. Alter, wie fett. Unser Hof ist taghell, ey. Geil. Und hier auf dem Waschplatz machen wir auch noch was hin. Auf dem Waschplatz. Und zwar. Zack. Nicht schlecht. Es war noch toll, wäre wir jetzt hier so mittendrin. Wäre so, ne? Und hier die Mitte. Ungefähr hier bei dem
Hier können wir nichts setzen. Hier können wir einsetzen. Zack. Yes. Hier können wir nichts setzen. Da können wir direkt ans Silo. Die Frage ist, ob wir da kleine setzen wollen hier. Ne? So. Oh, ich bin gerade im Lichthimmel. Ja, unsere Viecher werden nicht schlafen. Alter, die Kühe schlafen in der Nacht. Was? Ja. Hast du das schon gesehen? Die legen sich hin. Nee. Ohne Scheiß, die legen sich hin. What the hell? Wusste ich gar nicht. Interesting. Interesting. Richtig gut. So, jetzt machen wir hier noch einen hin, würde ich sagen. So, all the way. Oh Gott. Das ist nicht schlecht, so. Das machen unsere Tierchen. Oh, wir müssen unbedingt Mischration und so machen, Predor. Sommer, gerade jetzt? Ja, entweder jetzt oder ich verkaufe erst Milch. Ja, mach erst die Milch, dann bin ich nachher fertig. Ich habe noch 90 Tonnen. Okay. Wie du willst, wir können auch jetzt. Wir können auch noch warten. Ja, die Viecher. Ja, geht schon noch. Ich mach, glaube ich, erst Milch, ne? Weil wir haben 28 Tonnen haben wir drin. Und der Preis ist im Hafen 1700. Für keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Oh ne, mal gucken. Hafen, Milch. Ja, das... ich weiß nicht. Der andere fällt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe nicht drauf geguckt. Gucken wir mal, ne? Oh. Liebe Zuschauer, wir gehen Milch verticken. Tschum. Ersten Mal. Oh, weißt du was? Soll ich gerade noch ein Ding erst bauen? Ein Solarpanel irgendwo? Oh ja, Geld hätten wir. Das kostet 150.000 einfach. Das große. Ja. Weil ich glaube, ich baue große. Kleines bringt nicht viel. Ja, bauen großes. Aber willst du es nicht gleich bei der BG aufstellen? Da passt doch irgendwie hin, finde ich. Ja, ja. Weil nicht, dass wir auf dem Hof solche Solardinger haben. Ja, das ist hässlich. Hässlich, das stimmt.
Muss ich wieder rüberfliegen? Okay, jetzt sollen wir auf den Flugzeuglandeplatz gestellt. Schade finde ich, dass die Ställe, die haben da diese Ställe, ne? Kuhstall und Schafstall hat schon Solar drauf, dass das nicht Geld gibt, das verstehe ich. Das stimmt, ja, das wäre eigentlich cool, ja. Weil das Gebäude kostet ja auch, von dem her. Ja. Kann ich das umdrehen? Zierungshöhe verstellen, verschieben, leer. Kann ich das nicht drehen? Kann das Ding nicht drehen? Zug. Noch eins? Nee, ne? Eins reicht. Dann sind wir wieder arm. Ja. Ja. Wo ist es denn? Ganz hinten versteckt. Ganz hinten? In der Bäcker? Ja, hinten, hinterm Silo. Ah, wo ist das klein? Ja, das ist das größte. Aber das blinkt rot. Aber das ist okay, da können wir hier noch ein zweites, drittes und vielleicht ein viertes hinstellen hier. Das ist nicht so schlimm. Ja, passt. Bin ich gespannt. So. Aktion Milch meint er, ne? Ich habe noch 50 Tonnen. Dann bin ich hier fertig. Ja. Die Tiere haben schon wieder Milch produziert. Wie viel haben wir denn? 28 Tonnen? Ja, mehr. Schön. 28,5. Ja, ich gehe das mal verkaufen. Er macht das. Hier ist der Milchverkauf. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. 1729 im Hafen. Okay. Dann begebe ich mich mal zum Hafen. Ich könnte mir vorstellen, mit all dem Licht und den 7000 Maschinen hier, dass das irgendwann anfängt zu laggen. Mhm. In der Nähe des Hofes könnte das geschehen. Und wie mache ich das denn da am Hafen? Muss ich das dann in die Ritzen gießen oder was da? Vom Silo? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wir gießen Milch in die Ritze. Das wäre ein guter Name für die Folge. Wir gießen Milch in die Ritze. In die Ritze. Ja, genau. Mal sehen. Aber ich glaube, ich muss das echt da reingießen. Oh mein Gott. Ja, gleich sehen. Ich werde dann hier gleich den Milchtank füllen mit Wasser, ne? Ja, genau. Weil die brauchen beide, das kriegen wir locker raus, die 32 Tonnen. Logger. Logger. Logger, meine Freunde. Logger. Logger vom Hocker. Logger vom Hocker. Ha. Dini. Na, ich muss das echt in die Ritze gießen. Geil. Die Ritzenmilch. Ja. Wir gießen Milch in die Ritze. Also ich... Ja, das wird, glaube ich, unser Folgename hier. Wir gießen Milch in die Ritze. Ja, gibt schon Geld. Ja, wobei, wenn man bedenkt, was das Ganze kostet, 50.000. Oh, krass. Krass. Mist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hast du weniger gedacht? Jo. Ich find's ein bisschen wenig, wenn du bedenkst, den Aufwand, den man hat.
was der Kuhstall kostet, was die Kuh kostet, was die Unterhaltskosten sind. Der Aufwand mit Mischration, Stroh, Wasser und alles. Ja, ich weiß nicht. Oh, geht schon. Die Maschinen sind halt teuer, was du alles brauchst, ja. Naja. No, ich fahre jetzt an ihm durch hier. Oder Zug hier. Geht's noch? Kann mich mal. Der Zug, der Zug, der Zug, der kann mich mal. Er kann mich mal. Ja, 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 ja. Der kann mich. Er kann mich. Mich, mich. Oh, wir müssen unbedingt den Laster mal tanken, ne? Ja. Kann ich die Zeit runtergehen? Moment, ich gucke. Ja, kannst du. Oder wollen wir lassen wegen den Feldern? Ja, eigentlich nicht. Ah, ja. Eigentlich nicht. Kann man, ja. Mach vielleicht auf 5. Da geht es ein bisschen schneller. Das okay. So, Mischration ist das Ziel, ne? Und Tiere. Ja, es sind 7 Tonnen leer. Nice. Lastwagen füllt. Ich glaube, es fängt schon an zu lecken hier. Bin nicht sicher. So, Tierchen. Die Hühner sind eigentlich noch einigermaßen zufrieden. Die Schäfchen, die brauchen aber Wasser und Sauberkeit. Wasser bringe ich gleich. Die Kühe, die legen sich hin. Okay, die pennen alle. Vielleicht sollen wir irgendwann mal noch Kühe kaufen. So, ein Anhänger voll. Soll ich dann noch machen gleich, wenn ich Wasser gefüllt habe, bevor wir Mischrationen mischen? Du kannst ja schon mal anfangen mit Mischration. Ich glaube, dass das Förderband hat die wie ein Timeout. Okay. Das, was das erste Mal passiert ist, ist jetzt wieder passiert, schon zweimal. Da musst du einfach nur rein ins Förderband und dann wieder raus, startet es wieder. Lustig. Ja. Ja, ich glaube, der Hänger füllt sich automatisch hier mit Wasser. Dann hole ich nochmal eine Ladung Kühe, ne? Kannst du mal schnell noch auf 15 stellen, bitte? Okay, passt. Wieder runter, oder was? Ja, kannst wieder runter. War eben gerade die BGA voll. Ja, Silo leer. Cool. Nice, so. Auf. Ja, du kannst ja anfangen mit Mischration. Dann hole ich Tiere, dann mache ich das Wasser rein, das füllt nämlich gerade. Und dann, ja. Strom immer auch wieder nachgeben. Das hat ein bisschen mit der Frontlader ist ein bisschen. Braucht halt ein bisschen Zeit, ne? Aber wir können ja dann irgendwann immer noch so ein Strohmaschinchen kaufen. Damit es ein bisschen schneller geht. Dass wir Strohballen reinschmeißen oder so, ne? Was haben wir für Musik eigentlich? Mal gucken. Was haben wir für Kühe? Schwarz-Weiß, ne? Ja, genau. Oh, das ist okay. Noch ein bisschen. Oh, I'm stuck.
Sind wir wieder beim American Truck Simulator, ne? Ich und Truck fahren. So, ah, hier. Ich glaube, ich muss in Zukunft wieder ein bisschen mehr Mucke runterladen, ne? Ein bisschen mehr Chill-Out hier. And nobody did the bag. Beautiful. Oh. Tiertransport auf dem Weg. Voll, 12 Kühe. Ja. Jetzt haben wir 100 Kühe. Easy clap. Ist nicht schlecht, 100 Kühe. Jo, super, ja. So. Da passen 200 rein. Ja. Das ist nicht schlecht. So, machen wir den Anhänger ran hier. Wunderbar, wunderbar. Guckt euch die Details an hier. Ah, wie die Nockenwelle da, ne? Ramba Zamba. Ist das die Nockenwelle? Keine Ahnung. Kardanwelle? Kann auch sein. Kardananti. Keiner weiß. Boah, eigentlich könnten wir. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht das kleine Wasserfass verkaufen können. Jo, hätte man können, ja. Kann man das auch für Milch brauchen? Ich glaube, ja. Aber da passt einfach nur 8000 rein. Das ist eigentlich ein Witz. Ja. Ein Witz. Ein schlechter. Yes. Krass, ich muss das Fass wohl nochmal füllen. Da gehen nochmal knapp 30 Tonnen Wasser rein. Also 30.000 Liter. Fuck. Oh nee! What? Was? Ja, ein Ballen ist rausgefallen. Naja. Nichts Schlimmeres. Oh. Ich wollte gerade zwei reinwerfen. Futterfisch, Mischmasch. Geht eigentlich erstaunlich gut mit dem Manitou. Ja, ja. Oh, nee. Mal kurz die Schafe noch sauber, ne? Na, na, baby. So, füllen. Boah, wie viel Gras die fressen. Ja, schon wieder leer, oder was? Oh, ich muss gerade wieder nachgeben hier. So, unsere Felder sind Stufe 1, das ist schon mal geilo. Mach mal den Fendt weg hier. Ich stehe nur im Weg.
Nö. So. Ja, jetzt läutert hier Predor. Richtig fett. Yep. Die Kühe brauchen so viel Mischrationen. Ja. Wir haben es ein bisschen verpennt. Ja, wir haben da lange gewartet, ja. Das Schlimme wird dann mit dem Stroh, da kann ich sicher 10-mal mit dem Manitou hin und her fahren. Audi! Das ist ja noch drin. Nee, das ist Silage. Ah. Oh, aber mein Gott, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge, Brit. Oh mein Gott, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Erster Milchverkauf, fette Folge. Lichtinstallation getestet, BGA, Hammerding, oh, was für ein Ding. Ha! Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, tschüss, ciao, auf Wiedersehen, haut rein, peace out.